ich liebe unsere Viecher. Und wenn es unsere Viecher da haben, nicht gut geht, mein lieber Schwan, du, da geht es mir erst recht nicht gut. Und vor einiger Zeit, was hat einiger Zeit, vor ein paar Wochen, ist es mir überhaupt nicht gut gegangen, weil wir einen Besuch gehabt haben. Der Martha. Ich sag's einer, der ganze Hähnerstall leer. Da hat's ausgeschaut, wie wenn's ein Kopfkissen zerrissen hätte. Der Einzige, der überlebt hat, das ist unser Gockel, der Hansi. Und die 14 Zingerl, die ich separat weggesperrt hab. Oh Gott, sagen Sie überhaupt Zingerl? Ein Küken? Jack McNugget? Wie? Ja, ich weiß nicht. Ja, man sagt überall anders. Jeder sagt anders. Du, vor kurzem habe ich in der Steiermark gespielt, in Österreich. Die sagen nicht Zingerl, die sagen nicht Küken, die sagen ein Wusserl. Sag ich, ein Wusserl? Das wächst bei uns im Bauch noch, wenn man sie lange nicht gewaschen hat. Sag ich. Das läuft in der Steiermark im Hennerstürmer noch. Aber ja, ich hab zum Hansi schon gesagt. Ich hab gesagt, Hansi, du hast versagt. Du hättest dich vor dem Martha hinstellen müssen und sagen, du, nimm mich. Und nicht meine Weiber. Jetzt stehst du 20-fach verwitwet. Und alleinerziehend von 14 Wusserl. Und ich frage sie, welche Hähne nimmt denn ein Gockel mit 14 Wusserl? Der nimmt doch keine mehr. Und unser Nachbarin, das muss ich kurz erzählen, die hat mich so saublöd angeredet. Ich war fix und fertig an dem Tag mit der Welt und dann rennt sie an ihren Zaun, weil das ist ihr Lieblingsplatz und dann schreit sie immer rüber auf mich. Sagt sie, Herr Frank, ja, Herr Frank, ich hab's mitbekommen. Aber Sie müssen die Martha schon auch verstehen. Sag ich, was muss ich? Der wollte ja nur ein paar Eier klauen. Das geflatterte Hühner hat ihn dann nervös gemacht. Blutrausch, alles kaputt. Der wollte ja nur ein paar Eier, sag ich, sie blöde Hähn. Da tat ich auch flattern, wie man mir in der Nacht jemand ungefragt an die Eier geht. Ja, ja also. Wenn ich da nicht mehr flattern darf, wann denn dann hin? Und mein Lieblingshähn war auch dabei, die schöne Helene. Ja, aber die war nicht wirklich schön. Also, sowas sagt man öfters. Ich meine, so kleine Babys sagt man auch, weil, mei, bist du lieb. Und in Wirklichkeit denkt man sich, ach du lieber Gott. Das verwachst sie nimmer. Ja, bitte. Und so war es bei der Helene auch, so ein kreislicher Vogel, aber der Martha, das sag ich nicht, der Martha, der so wie das Finanzamt, der sagt ja so ein Lustigling. Der nimmt nur einen Kopf mit. 20 Köpfe hat er mitgenommen. Die Oma hat schon gesagt, ja Herrschaft, war der mit der Spedition da? Sag ich, nein, Oma, krampft, das wird ein ganzer Marder klein gewesen sein, der war doch nicht allein. Die haben wahrscheinlich ein Ritual gehabt im Hähnerstall. Wahrscheinlich haben sie eine Erstkommunion gefeiert, was weiß ich, was es war. Den Marder, den, wenn ich erwischt, das sag ich nicht, den trage ich als Handtasche durch Kitzbühel. Und eine Tierschützerin, wenn zu mir hergeht und sagt, sie Mörder, dann sag ich, der hat angefangen. Na doch.